So, liebe Freunde der guten Ton, heute stelle ich euch vor einen Verstärker, der Metal Amp. Es ist ein Transistorverstärker von vorne aus, der hat sehr viele gute Eigenschaften, wurde gebaut von Robert Burke Music und er ist sehr vielseitig und die Eigenschaft ist in erster Linie, der Verstärker hat einen verzerrten Ton, der von clean kommt. Das heißt, es klingt nie wie ein Verzerrerpedal. Ich habe jetzt eine Schaltung, ein DS1, ein sehr kritischer Verzerrer, weil er sehr gnadenlos klingt, und einen Vox Delay, der momentan nicht geschaltet ist. Also was ihr jetzt hört, ist Gitarre, Vovox-Kabel in jedem Signalpunkt und der Verstärker. Ich stelle jetzt einen crunchy Sound, den ich für Lautzeppel und für Poparaf gerne benutze. Also der hat einen Regler, diese Mädelregel genannt, der den Klang ändert. Und dann mache ich den Gain voll auf und stelle eine normale bühnentaugliche Lautstärke. Jetzt werden wir sehen, wie der Klang wunderbar aufklärt, wo ich den Volumenregler runterregle auf 1-2 in Oldschool-Manier. Das kann ich noch kompensieren mit einem Volumenboost, der eingebaut hat, der mich diese kleine Lautstärkeverlust kompensiert. Und 4 dB. Also ihr seht, der Verstärker ist sehr dynamisch, sehr dynamisch. Er kann sehr auf die Reaktion vom Volumenpoti sowie auch von dem Pouch, von der Anschlag der Gitarrist. Schau, ich habe das da. Und ich habe auch eine andere Dynamikstufe, wo ich ganz leise zupfe. So, was passiert? Der Verstärker ist dynamisch, aber komprimiert gleichzeitig. Denn wenn ich laut spiele, zerrt er voll, wenn ich säusele mit der Gitarre ganz zart, dann ist er unverzerrt, aber dennoch laut. Schau. Es ist eine Eigenschaft. Der Verstärker ist aber, kommt sehr gut klar mit Vorschaltpedale. Genau. Und da stelle ich einfach ein bisschen die Regler um, die sehr zeigen, schaut ihr her, mache den Gain runter, ich mache den Gain runter, auf Clean, ja, und drehe ein bisschen auf. Ich habe einen cleanen Sound jetzt, ja, und mein Verzerrer dazu. Wieder runter geregelt das Volumenpotti. Das war Verzerrer. Das kann viele Amps können. Aber dazu kommt jetzt der Delay vorgeschaltet.
Ich habe hier unter die Füße einen Vox Time Machine und werde jetzt in der Signalkette das Delay hinzufügen. Die Halbfahnen, die laufen relativ sauber. Genau, super Verstärker. Ich kann aber auch ziemlich brauchbare Metal-Sounds haben. Also für Metal braucht man schon andere Amps wie die Mesa Boogie, die Filmer. Aber das kann er auch, wenn ich ein bisschen mit einem Klangregler, die sehr effektiv sind, umschraube. Kann man aber noch viel mehr ändern mit diesem Tonregler. Das ist hier quasi Minus Plus, kann ich diese Frequenzen herausfiltern und hier mit dem Mädelregler auswählen. Schauen wir mal. Das war jetzt der Mädelregler. Hier auf 14 Uhr, jetzt regle ich den ein bisschen zurück. Ja. Das Pfeifen kommt, weil der sehr laut ist und die Gitarre sehr reaktiv ist. Der Klang ist sehr dumpf geworden, sehr. Ja. Jetzt ein paar Regeln. Und regle alles mittig, um zu sehen, was passiert, wenn ich beide Regler quasi neutralisiere. Fahre ein bisschen runter mit der Lautstärke. Wird mittiger, wie sozusagen Metallica heutzutage machen. Eher die Richtung Black Sabbath her. Also insgesamt ein ziemlich oldschoolige Amp, der sehr viel Charakter hat. Ich habe diesen Schalter hier mit Pedal, das ist ein Lauda, steht einfach drauf. Ne? Lauda macht so, dass wenn ich live spiele und einen verzerrten Klang habe, das okay, ist gut, gefällt mir, aber passiert immer wieder bei Bands, wir haben cleanen Sound, ja, fahren wir ein bisschen runter. Wir haben einen cleanen Sound. Der gut für Chords ist, wenn ein Band spielt. Okay, was passiert dann, wenn ich einen Solo-Sound, einen verzerrten Power-Chord-Sound brauche? Plötzlich dann einen Solo-Sound brauche, der von der Band hervorhebt, dann mit dem Solo-Booster. Schaut ihr.
dann wird leicht. Genau. Das heißt, der Solo Bus ist gedacht, wenn ich spiele und habe einen verzerrten Ton, dass ich eine Lautstärke Anhieb habe und nicht etwa Gain Anhieb. Man kann den Verzerrer ein bisschen besser stellen. Ja. So, und dann habe ich Folgendes. Schaut her. Ist der Solo Sound. Und wenn der Sänger wiederkommt, dann muss sie wieder leise gehen. Dann habe ich. Und dann Passage clean. Solo Sound. Und Delay dazu. Okay, das ist quasi die meiste Anwendungen von dem Verstärker. Wie gesagt, eine Eigenschaft ist auch die, dass der Verstärker untypisch für einen Transistorverstärker, übrigens, ich glaube, es sind Fets drin, ne? Du kannst den Verstärker voll aufdrehen, wie ein Röhrenamp, der geht nie in Probleme mit Überladung. Ne? Also die kann ich wirklich voll aufreißen. Die pfeift ein bisschen, weil die Les Paul so ist. Aber jetzt drehe ich den Tonregler, den Mädelregler 0, wo wärmer ist, voll aufgedreht. Gain fast aufgerissen, sehen wir, der Master ist voll auf. Jetzt aufpassen, wird sehr laut. Eine Sache, die Akkorde werden sauber dargestellt, selbst bei so einer hohen Verzerrung. Man merkt, dass es ein Quartakkord ist. Und clean sowieso. Volumenregler. Der Volumenregler ist auf 1,2 und ich habe völlig brauchbare cleanen Sound. Und natürlich bei clean kann ich dazu auch den Delay setzen, weil ja clean ist. Thank you.
aufgerissen mit Followboost und wieder, wie gesagt, wie der Verstärker so schön dynamisch ist. Also, das war der Metal Amp. Für weitere Info, schaltet den Link da unten in dem Video. Ich bin sehr begeistert von dem Verstärker. Wie gesagt, das Ganze war Beweis, muss nicht immer unbedingt Röhre sein. Ein nächster Vorteil ist, der Verstärker ist wirklich sehr leicht. Passt in eine Gitarrentasche. Seht ihr da? Ich brauche keine Kraft. Kleinfinger.
Ganz leicht, ne? Ja, enjoy it. Ciao.